So, dann. Geld müssen wir noch mitnehmen. Geld müssen wir noch mitnehmen. Duty hält. Tschüss. Müssen wir ein E ranmachen ans Auto und eine Steckdose. So, ab zum AA. So, nicht die Runde rumlaufen dann. So, gut. Erledigt. Gut. Die Mutti ist erledigt, wir alle sind erledigt. Das war jetzt anstrengend. Das war anstrengende zwei Wochen, wa? Doppelte zurück. Ja. Ja, mach mal was draus. Du kriegst morgen einfach das gleiche wieder zurück in die Tüte. Ist das bekannt vor? Nee. New Kids Turbo. Was ich da Geld geliehen hat. Aus der Schublade raus. Ja, das nicht gesehen hat. Weil du die falsche Karte rausgeholt hast. Ich bin in die Schublade gegriffen, mein Name war. Die ist abgelaufen. Wo warst denn die da noch? Keine Ahnung. Zerschnippeln und weg. Was ist denn los? War gestern Mika da? Ich habe irgendwie gelbe Regenjacke. Ja. Fühlte sich deplatziert, dann ist er wieder jung. Komm, die werden nicht grün. Nee. Mama und Papa. Chili Zimote, ich weiß nicht, ob du noch nicht mehr sehen solltest. Menschen, Hot Chili Zimote. Wie lange habe ich das schon nicht mehr gesehen? Du hast selber eins. Ich hab, ja, das hat Chili. Aber, Symotik. Hallo! Oh, meine Kaffee-Queen. Machst du fein Kaffee? Ja. Super. Ja, Mamas Kaffee ist schon fertig. Super, perfekt. Oh, und wer sitzt da? Hallo. Mann, felicidiert. Ja, so ist das. Haben wir schon den ersten Auftrag drin? Hot Chili zur Reparatur. Freue ich mich, weil hier ist ein schönes Fahrrad. Und ich habe den Reifen da, genau den gleichen, der drauf ist. Noch. Nein. Der letzte, ja. Vertical von Continental. Habe ich da. Ja. Ja. Ist wieder. Oh, hat sich. Ja. Guck dir mal hier an. Oh, ist das eine Bombenwindel. Ja. Oh, ist das ja für eine Windel. Das hat gar nicht so gerochen. So ein dickes Ding. Ja, für mich schon, wenn ich, als ich sie so hatte, ich so, ja. Ist das warm? Ja, ja, ich meine, ja, natürlich hat man es gemerkt, aber dass sie so voll ist. Wunderbomben ist, wie du stehst, so fein, ja. Du kannst das schon. Und klettern haben wir gestern gesehen, ja. Ja. Ja, und was ich noch sagen wollte, ist natürlich, ja, PayPal hat natürlich zurückbezahlt oder eBay, das ging alle zurück. Da wurde ja mal nachgefragt, ob sich das alles erledigt hat. Ja, also das hat alles geklappt, ist alles zurückgekommen. Anscheinend los, war kein Thema. Wie das eBay nun macht mit solchen Leuten, wie sie da verfahren, weil der hat ja auch was verkauft offensichtlich. Und an die Gebühren und so müssten sie ja auch kommen. Keine Ahnung. Gucken wir mal, was ihr sagt zu dem Video. Das habe ich ja gestern Nacht noch hochgeladen. Also, die Getriebeeinheit hier für diese Alpinennarbe, was ich gestern gemacht habe, kostet ja richtig Geld, wa? Wenn man sie neu holt. Jetzt habe ich eine komplette Alpinennarbe bei eBay gefunden. Die kostet genauso viel wie nur diese Einheit.
schon kurios. Deswegen lassen die Leute das halt nicht machen auch, ne? Ich habe ja noch nie so ein Ding repariert. Guten Morgen, sagt der müde Busfahrer, schreibt er. Ja, er muss ja fahren hier, der Marco. Den kennt er ja auch. Aus den Vlogs vom letztes Jahr oder das Jahr davor? Hi, Papa. 7,52, genau diese hässlichen Plastikscheiben kann man sich sparen. Genau diese hässlichen, ja, genau diese, guck mal. Ah, diese furchtbaren, hässlich ohne Ende. Ein gutes Wie geht das Video. Danke. Gerne. Ja, Rückmeldung von PayPal war wie gesagt positiv. Ja, schön. Freut mich doch. Toll. Gut, dann sehen wir uns gleich. Jetzt schneide ich den Vlog von gestern und dann sehen wir uns gleich im Keller. Sind die sauber, Mama, die Messer? Nee, ist alles noch nicht sauber. Meine Tochter hat so ein Ohrwurm von Arrivederci, Hans. Das war der letzte Tanz. Hans. Singst du mit deinem Kind mit? Nein, ich find's so witzig. Arrivederci. Arrivederci, sagt sie immer. Arrivederci. Volksmusik, ich glaube, da steht die drauf. Das ist der Ding so. Tada! So, jetzt haben wir alles erledigt, alles eingepackt, alles rausgesucht und jetzt wird geschnitten. Und wieder beginnt es mit einem guten Morgen? Nein. Tja, Ringo. Verpasst. Mit Ringo fängt's an. Fertig ist er, der Tommy. 12.09 Uhr. Wahnsinn. So, der neue Vlog ist fertig geschnitten. Produziert wird er jetzt. Und dann, jetzt gibt's Mittag. 12 Uhr. Perfekt. Ich mach dir gerade ein Team, der braucht 8 bis 5 Minuten, bis er eingezogen wird. Wo ist der Mama? Torre Haare kann man essen. Sind gesund und sind lecker. Torre haben keine Haare, das sind nämlich die Kantänen. Das sind Fasern. Pflanzen haben Fasern. Mama, wer aufgegessen hat, die Suppe aufgegessen hat, der kriegt ein Donut. Guck mal, ein Donut. Sie leer. Ja. Mein Spielzeug-Donut. Nee, ich hab deinen Donut schon aufgegessen. Wie Spielzeug-Donut hast du gegessen? Nee, ich hab nicht ihr Spielzeug-Donut gegessen. Ich hab ihre Schokoladendonut gegessen. Du hast meinen Schokoladendonut aufgegessen. Na, wenn ihr den nicht essen wollte? Nein, ich hatte den gegessen, aber dann wollte ich nicht mehr. Weil ich wollte dann weiter gucken und dann bin ich zurückgegangen. So, wieso ist die Packung im Müll? Ach so. Und dann habe ich Also hab mich dafür beschuldigt, aber ich rede gerade noch. Mama, dann habe ich mein Donut gegessen und dann habe ich mein Donut aufgegessen und dann habe ich Anouks Donut gegessen. Beim Achim, der baut ja jetzt das Rad immer noch auf. Kommt auch nicht richtig voran, weil er jetzt gerade bei den Laufrädern ist und die sind sehr zeitaufwendig, poliert da jetzt jeder Speiche. Im Grunde genommen, das hat jetzt alles schön gemacht hier. Das ist natürlich dann wieder ein Preis, das ist nicht zahlbar. Wie gesagt, 2 Tage an so einem Rad zu sitzen als Werkstatt. Naja, wir gucken mal. Der schmeißt wirklich alle weg. Schöne Pizza. Ich hätte ja nicht ernsthaft Pizza. Die Hälfte davon können sie schon mal wegschmeißen. Spare ich mir das. So. Was haben wir jetzt auch vorhin für einen Quatsch? Mit vollem Mund bricht man nicht. Hier haben wir ein Luxus-Stadler-Rad schon wieder. Ich bin nur noch Stadler. Ich bin Stadler, wie sagt man, Konzessionär.
Vertriebspartner, Betriebspartner für Stadlerräder. Ich kann zeigen nur den hier. Zwei Zehner und ein Inmus. Erlöse hier. Ach, ich habe ja auch keinen Bock mehr, das zu erklären. Eigentlich ist es ja langweilig. Das interessiert doch keine Sau. Bremsanker weg. Autohaus AIDA. AIDA. Oder wie es korrekt heißt, Bremsgegenhalter. Das ist ein Ding hier. Oder wie es korrekt heißt. Ja. Klick nicht, schalte nur. Also, Schaltbox. Dann ziehen wir den Bums hier raus. Das ist der Bescheid hier. Schaltstift. Stift und so. Könnt ihr mit schreiben. Jede Füllung ist noch drauf. Jede Füllung fett und steck. Und lösen aber die andere Dingeskirchen hier. Oder wie korrekt da ist. Das sagst du. Mundvoll. Was für ein Ding? Mundvoll. Achso, mundvoll. Machen das Teil hier runter. Ziehen das Ding da raus. Haben den Quatsch in der Hand. Mit ein bisschen Kacke hier oben. Und freuen uns, dass wir keine Handschuhe anhaben. So, die zieht mir jetzt an. So. Show da, jetzt alle. Nachdem ich jetzt geschützt bin gegen Exkrement, ich ziehe ab. Ja, bitte. Zack. Hallo? Next one. So einfach geht das. Hallo? Ah ja. Hallo. So. Dann checken wir mal durch hier vor dem Glas. Gut, und dann? Speiche raus. Jetzt messen wir die Länge aus von der Speiche. Nehmen eine extra starke Speiche hier und nehmen farbigen Nippel, damit man dann am Ende sieht, welche man getauscht hat. So, dann hängen wir das erstmal ein, provisorisch, ohne Decke. Mal ein bisschen mehr geben und dann ist das schon gut. Eins, zwei, so. Perfekt. Manchmal klappt es halt. Ja. Hast du andere Dinge, da fummelst du ewig? Ja, und dann musst du die nächste Speiche noch nachzentrieren und dann macht es knack, die genau. Nächste Speiche reißt. Deswegen mache ich das immer erstmal so rein, wa? Immer ohne Decke, erstmal rein gucken, nachzentrieren, wenn alles stimmt, fertig. So, jetzt zum nächsten Mal zeige ich euch, wie man hier den Schlauch einsetzt.
Mann, jetzt landet Renner hochkam, war so schön. Boah, Alter, ist ja. Ja, aber wir müssen sagen, alle ab, immer alle ab. Ja. Die Liste, die alle dran, da kommst du, quälst dich nur um. Ja. Wie viele Ketten hast du eingetütet, weißt du das? Nee. Ich hätte nicht erzählt. Ja. Ach ja. Vor allem ist es ja für die Leute ja nicht wert, weil die können damit ja nicht anfangen. Nee. Ist ja nur Ballast. Aber am besten gleich Preis mit drauf. Ja, natürlich, selbstverständlich. Das ist das Erste. Beim Hollandrad schreibe ich immer den Preis. Der Hollander. Wir sind teurer als der Hollandradladen. Wer hätte das gedacht? Selbstverständlich sind wir teurer als ein Hollandradladen. Weil wir das nicht jeden Tag machen. Aber der große Vorteil, den wir haben, ist, wir fangen heute mit der Reparatur an. Und dort sind es 3 Wochen Wartezeit. 3 Wochen? Wahnsinn. 3 Wochen. Never ever. Na, so haben wir jetzt mal die Preise im Kopf. Gazelle Premier, 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 Premier. Hollandrad, Hinterrad, Ausbau. Ich beginne jetzt. Und zwar, ich benötige eine Menge Werkzeug. Die Bremsankerstelle ist locker. Ja, hier ist das zum Beispiel so was. Dann geht so was verloren. Wenn man das nicht richtig festzieht, schwuppdiwuppdi, ist das weg und kaputt. Also haben sie mir gesagt 50 bis 60. Und ich habe gesagt 70 Euro hier. Hinterradausbau, Speicher setzen, zentrieren, wieder einbauen. Auf der Antriebsseite, obwohl ihr merkt, auf der Nicht-Antriebsseite kann man ja fast so agieren. Einfach nur Luft ablassen, hier rüber drücken, ein bisschen Speicher einfedern und so. Ist ja eigentlich kein Thema, aber auf der Antriebsseite, nee, nee, nee. Jetzt hänge ich die Bremse aus. Zack. Die Trommelbremse. Und löse auf der anderen Seite den Kettenspanner, beziehungsweise entferne ihn. Öffne den Kettenschutz. Hier in dem Fall ist das allerdings. Tommy, was war das jetzt hier? Schlauchwechsel und die Speiche? 36. 36. So. Offensichtlich hält der nicht mehr. Da wurde hier ein Loch gebohrt und dass man das mit Kabelbinder irgendwie zumacht, ist ja ohne Lösung. Geht auch. Kann man auch irgendwie machen, ne? Achsmutter auf. Das nehmen wir jetzt hier alles runter. Das stört uns alles. Scheibe auch runter. So, auf der anderen Seite hoch. Jetzt ist das Rad natürlich automatisch nach vorne gerutscht, was uns ja zu entgegenkommt sozusagen. Und jetzt nehmen wir hier die Kette runter. Ziehen das Rad nach hinten raus. Ach so, natürlich können wir schon die Luft ablassen, damit das alles ein bisschen leichter. Jetzt haben wir natürlich viel mehr Spielraum. Ja, gut, die Arbeit halt. Ist halt Arbeit, ne? Was soll man machen? So. Jetzt nach hinten ziehen und dann geht es ganz leicht raus, weil dann blockiert es hier nicht mehr. Hier oben. Hier oben schlägt es ja an, wenn es voll gepumpt ist. Jetzt nehmen wir alle Teile runter, die uns noch stören könnten. Jetzt sind die Kettenspanner hier, die Reste davon. Packen wir auch beiseite und kümmern uns jetzt nur noch um das Laufrad. Wie gesagt, wir drücken hier das Ventil ein bisschen rein.
Reifenheber. Decke runter. Gummi soll ich da auch noch rummachen. Nein, Anti-Rutschgummi. Jetzt müssen wir an die Antriebsseite hier ran. Ja. Nochmal Zahnkranz entfernen bei Gazelle. Hier. Zeig gerne nochmal. Und zwar gehe ich hier mit dem Schraubenzieher rein. Unter diesen Ring und hebel den hoch. Halt aber einen Finger drüber, damit er nicht runterspringt und irgendwo hinspringt. Und dann kann ich den Zahnkranz komplett runternehmen. Ich nehme auch diese Abdeckkappe gleich runter, weil die sonst auch verloren geht eventuell. Pack mir beides, alle drei Sachen beiseite. Weiter, jetzt können wir ja problemlos an die Speiche ran und die natürlich hier entfernen und durch eine andere ersetzen. Eigentlich ja alles keine große Sache, ja, aber viel Arbeit. Wenn ich es nachher zusammengeschnitten habe, ist das eine Minute. Ja, wir sind ja wieder mit extra starken Speichen unterwegs. Na, wo ist es? Da. Eingedreht. Jetzt brauche ich den Zentrierständer, denn da brauche ich es nicht ein. Mit Zentrierständer nur. Jo, na gut, okay, zentriert ist und alles wieder rückwärts. Wir bauen ein, wir bauen zusammen wieder. Und zwar Abdeckung, Zahnkranz. Ich denke mal 12. Willst du nicht 13? Doch, natürlich. Ich brauche 2. 26. 26 Schlüssel. So, den haben wir drauf. Jetzt kommt der Reifen und der Schlauch wieder drauf. Okay, also dann. Zack, zack, zack. Nicht so fluchen, das muss ich halt rausschneiden. Geht so. Ruhig hier heute. Was ist denn los? Was denn sonst? Na ja, ist ja sonst immer Halligalli. Halligalli ist ja heute hoch, aber
Kim Lauterhalliger hier. Kim Lauterhalliger. Sag mal, hast du nicht noch hier Krempe vorne? Irgendwas? Ich hab mir nochmal nach Hause gekickt, wir sind ja richtig durch hier in der Mitte. Bist du aber schnell fertig mit so einem Patron? Hä? Bist du aber schnell fertig mit so einem Patron? Nee, das ist ja das Geile. Du kommst doch einmal und das war's. Mein alter Top-Bike, so, da hab ich ja, über 10 Jahre alt mit zusammen gebaut. Ja. Weil du keine Million hast. Aber weil du keine Million hast. Ja, und mich über jede scheiß neue Teile freut. Genau, und wenn du jetzt eine Million hast, dann gehst du hin, kaufst du den und dann ist das so. Ja, eigentlich ist das schon geil, so wie wir alles uns zusammen hier ackert. Warte, du brauchst auch den Erzieher? Nee, du brauchst den. Ich brauch den ja, aber da brauche ich nur einen Schlüssel entsprechend euch hin. Ja, wozu? Jetzt noch mit der Hand. Und alles wieder zusammen. Gut. Man schon ärgern über so eine Montagen. Aber was soll's, da muss man halt durch, wa? Also ich sehe das alles nicht so eng. Zack. Haben wir jetzt die Schaltkettchen wieder rein. Bremsankerstelle wieder fest. Na, läuft besser. Na, war stoppt nicht mehr so. Ist ersetzt. Laufrad läuft. Markiert ist er. Schwarz. Da. Wenn die anderen reißen, das sind ja schon ein paar ersetzt. Wenn die anderen reißen, einmal bitte komplett neu einspeichen. Ja. Das ist es. Sagen wir mal so. Es ist natürlich Wahnsinn, dass die anderen Läden so voll sind, dass sie 3 Wochen Wartezeit haben. Aber liegt ja auch daran, dass ich habe ja jetzt gerade keine Internetpräsenz außer YouTube. Und keine Werbung groß geschaltet. Alles nur Mundpropaganda. Und mehr würde ich auch gar nicht schaffen. Vermutlich. So, dann sagen wir dem guten Mann mal Bescheid. Hier, der Kollege, der schraubt hier wieder selber. Selbst ist der Schrauber. Anders. Das sieht aber mit Abstand besser aus. Aber jetzt Aussehen ist eine Sache. Ja. Da scheint hinten nur wenn du vorne reduzierst, wenn du vorne reduzierst auf den Blatt, geht es ja auch dann. So dadurch kannst du den jetzt wirklich in die Mitte setzen und hier einen schönen fetten Ring aufmachen. Ja. Bis gleich. Ciao. Ich glaube, der war schockiert. Zu schnell oder was? Oh, gut.